Ja, nach dem runden Leder ist die Volkssportart Nummer 1 und erfreut sich natürlich auch bei Menschen mit einem Handicap unheimlicher Beliebtheit. Deshalb trafen sich vor kurzem 6 Teams aus 4 Ländern in der Sportschule Oberhaching zum AGE Alpcup 2013. Der wird jedes Jahr von verschiedenen Ländern ausgetragen. Also der AGE Alp gehören Länder an wie aus der Schweiz, aus Italien, aus Österreich und eben das Bundesland Bayern. Und heute haben wir 6 Mannschaften hier. Im Einzelnen waren das neben den bayerischen Gastgebern noch Vertretungen aus Vorarlberg, Tirol, Südtirol, dem Trentino sowie St. Gallen. Das sind immerhin 6 der 9 Länder, Provinzen, Regionen und Kantone, die in der AGE Alp vertreten sind. AGE Alp ist 1972 gegründet worden mit dem Ziel, dass die Mitgliedstaaten ihre Probleme grenzüberschreitend regeln und auch lösen. Und wir haben Regionen aus 4 verschiedenen Ländern, aus Österreich, Italien, Deutschland und der Schweiz. Jetzt fragen sich sicher einige, was hat der Sport und im speziellen Fußball mit dieser Arbeitsgemeinschaft zu tun? 1983 ist dann das Projekt AGE Alp Sport gegründet worden, mit dem Ziel, den sportlich-kulturellen Austausch zu fördern und auch das Projekt AGE Alp bekannter zu machen. Mittlerweile haben wir 9 Sportarten im Programm. Und eine Sportart ist hier der Behindertenfußball mit mentaler Behinderung. Und für uns richtet, für den Freistaat Bayern, richtet der Bayerische Behindertensportverband diese Veranstaltung aus. So viel zum Hintergrund. Jetzt aber zum Wichtigsten selbst, dem Fußball. Denn auch dieses Turnier hatte alles, was diese Sportart für Millionen Menschen so faszinierend macht. Ich bin sehr zufrieden gewesen und auch die Begeisterung jetzt am Ende. Das macht einfach immer Spaß, mit den Leuten da zu sein, ein Teil davon zu sein. Das begeistert mich jedes Mal. Die Veranstaltung ist vom Bayerischen Behindertensportverband hervorragend organisiert worden. Ich habe nur hervorragende Rückmeldungen. Wir haben auch extra die Sportschule Oberhaching als Austragungsort gewählt, weil hier keine Fahrzeiten anfallen. Wir können alle Teilnehmer vor Ort unterbringen. Sie haben abends Gelegenheit, sich auszutauschen im Schwimmbad, beim Kickern. Und das ist auch ein großes Ziel von AGE Alp, dass auch der zwischenmenschliche Bereich gefördert wird zwischen den Mitgliedstaaten. Die Regeln bei diesem Turnier sind allerdings etwas einfacher gehalten. Also es spielen jetzt 7 Spieler gegeneinander, 6 Feldspieler, 1 Torwart. Wobei es dürfen immer maximal 2 Betreuer mitspielen, aber die dürfen keine Tore schießen dann. Also 2 ohne Behinderung dürfen mitspielen, die schießen keine Tore. Und ansonsten, gut, es gibt zum Beispiel keine Rückpassregelung, keine Abseitsregelung. Es wird nur über 20 Minuten gespielt. Einfach alles ein bisschen vereinfacht, weil es ist doch gedacht, jetzt nicht als nur Leistungssportturnier, sondern als Inklusionsturnier, wo man miteinander einfach aufeinander trifft und gemeinsam Spaß hat, Fußball spielt. Auch wenn natürlich der sportliche Ehrgeiz groß war, das Wichtigste war, wie gehört, die freundschaftliche Begegnung untereinander und der Spaß, den alle hatten. Ja, mir hat es auch ganz, 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 ganz gut gefallen. Ich war zum ersten Mal dabei und ja, anstrengend, vor allen Dingen Muskelkater. Ja, ja, wir haben wahrscheinlich auch Glück gehabt, auch ein wenig. War harte Gegner dabei, schöne Gegner dabei. Ja. War wunderbar, ist Fußball, schön zu sehen. Ja, ist natürlich sehr gut gewesen. Also wir sind schon das zweite Jahr dabei und wir sind so gut empfangen worden hier. Sehr nette Menschen gibt es hier und sportlich ist es auch sehr interessant gewesen. Also hat uns sehr gut gefallen. Nächstes Jahr sind wir Gastgeber und wir werden schauen, dass wir den ersten Platz machen. Der erste Platz war heuer aber für die bayerische Auswahl reserviert. Schon von Beginn an zeichnete sich ab, dass die heimischen Vertreter hier eine gute Rolle spielen würden. 3 der 5 Vorrundenspiele mussten sogar vorzeitig abgebrochen werden, weil die Bayern bereits mit 6:0 führten. Der Grund ist halt einfach der auch, dass die Motivation danach weg ist, ne? Oder die Gegner halt oft auch demotiviert werden, wenn 12, 15, das wäre durchaus möglich gewesen. Und das entspricht ja nicht dem Sinn der Veranstaltung. Jedenfalls ließen die Bayern dann auch im Finale nichts anbrennen und setzten sich mit 5:0 gegen Vorarlberg durch. Hierzulande hat man den Vorteil, dass relativ regelmäßig trainiert wird. Wenn auch natürlich nicht so regelmäßig wie in einem gewöhnlichen Fußballverein. Es gibt keine Liga, aber die Werkstätten untereinander, die spielen dann einmal im Jahr Turnier. Um Auf- oder Abstieg. Aber ansonsten trainingsmäßig werden die nur in ihren eigenen Schulen oder Werkstätten vorbereitet. Nächstes Jahr findet das Turnier übrigens im österreichischen Bundesland Vorarlberg statt und die Bayern wollen dann ihren Titel natürlich unbedingt verteidigen.
Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.